Hallo, ihr liebe Freunde, und willkommen zur weiteren Folge der Bloons Tower Defense 6 im Modi-Thema. Und zwar haben wir letztes Mal den Modus nur Magier gemacht. Entsprechend kommt heute der Modus Doppel-GP Moabs. Doppel-GP Moabs bedeutet doppelte Gesundheitspunkte Moabs. Das heißt, die haben doppeltes Leben als normale. Die Moabs haben doppeltes Leben, sind also doppelt so schwer zu besiegen. Die BFBs haben doppeltes Leben, sind doppelt so schwer zu besiegen. Zumindest würde ich das rausdeuten. Doppel-GP Moabs. Ich hinterfrage gerade die Wirkung dieses Modis. Ist es tatsächlich so, dass alle Zeppeline... Aber dann würden sie ja alle Doppel-GP... Moab-Class? Okay, wenn das einer genau weiß. Ich habe ehrlich gesagt immer gedacht, jeder... Zeppelin hat doppelt so viel Leben in Doppel-GP-Mobs. Vielleicht scheint es aber auch nicht so zu sein, dass wirklich tatsächlich nur die blauen, ne? Weil wir sehen nur die blauen Akte, das ist ja interessant. Das habe ich bisher noch gar nicht so richtig berücksichtigt. Kann ich mir aber irgendwie nicht vorstellen. Das ist doch ein bisschen zu einfach, oder? Naja, gut. Welche Helden kann ich da empfehlen? Grundsätzlich spiele ich immer mit Azili als entsprechenden Helden gegen diese Runde. Einfach aus dem Grund, dass sie die Gegner, ja, auf Level 10 wird sie vielleicht noch nicht sein, auf Runde 40, vielleicht schon. Auf jeden Fall auf den höheren Runden kann sie damit ganz, ganz einfach. Hier steht da verpasst, der benutzt der Moab-Klasse einen Fluch und da steht Doppel-GP Moabs. Das ist ein interessantes Thema. Ich würde jetzt einfach mal darauf tippen, man sollte sich darauf vorbereiten. Jeder hat doppelt so viel Leben, nicht nur die Moabs. Ja, und wie gesagt, da nehme ich in der Regel mal Azili mit, weil sie einfach gegen Moabs, finde ich, eine gute Heldin ist. Ja, und auf 10 halt, wie gesagt, ziemlich nice, um einfach die Dings da zu zerstören. Heute wurde mir noch ein Kommentar geschrieben, dass tatsächlich auch Pat Fasty ein guter Affe dagegen wäre. Einfach aus dem Grund, dass er sie... manchmal mit einem mächtigen Schlag vom Ausgang wegtreiben kann, ne, auf Level 5. Und damit hat man mehr Zeit, den Zeppelin kaputt zu machen. Das sind so die beiden. Also ich habe es bisher mit Pat noch nicht probiert. Sollten wir einfach mal machen. Ansonsten habe ich, wie gesagt, immer Azili mitgenommen. Die immer ganz, ich fand sie immer ganz gut dagegen. An dem Modus ändert sich aber sonst nichts. Es ändert sich also lediglich, dass die Zeppeline, wir gehen jetzt einmal von den Zeppelinen aus, dass die Zeppeline doppeltes Leben haben, das heißt, die sind halt schwerer zu vernichten. Ist insofern schlimm, die zu zerstören, sollte man am Anfang machen, da Keramik-Bloons da rauskommen, zumindest aus dem Moab, und die gut 60 bis 80 Leben wegziehen pro Keramik, wenn man da durchkommt, und dann hält man echt nicht lange durch. Ja. Ansonsten, wie gesagt, bleibt das Game eigentlich gleich. Man kann gegen die Doppel-GP-Mobs, was man da noch bauen könnte, gegen die 40. Runde. Ich muss aufpassen, dass ich nicht mit alternative Blumenrunden vermische, aber es ist eigentlich völlig egal, weil 40. Runde ist auch hier eine ziemliche Probe. Kann man das Kampfflugzeug benutzen? Fliegstern startet Anti-Morb-Raketen. Das ist auch ganz praktisch. Den kostet auch kaum etwas. 1400, 2480 plus die Base-Kosten. Also etwa 3000 Gold. Um sehr, sehr viel Schaden bei einem Morb zu machen. Ansonsten kann man auch, also entweder man nimmt hier noch den Affenpiraten mit, der ist aber ziemlich teuer. Wesentlich teurer als die Affenflieger-Ass-Variante. Oder halt den Bombenturm mit Morb-Schläger. Das ist tatsächlich sogar das günstigste. Richten bei Bloons der Moab-Klasse weit mehr Schaden an. Auch wieder wahrscheinlich zehnfachen Schaden. Alternativ sogar Moab-Killer. Aber ist dann vom Preis wieder nicht ganz so effektiv. Ja, das sollte man also machen, wenn Doppel-GP-Moabs kommen. Halt, oder wenn man Doppel-GP-Moabs spielt. Dann Türme setzen, die halt gut gegen die Moabs sind. Ne, Bombenturm, Affenflieger-Ass. Gegebenenfalls hier so Arkanmeister oder hier Arkannägel, aber es ist halt wieder ein bisschen teurer. Vielleicht für die Endrunden später ist das ganz praktisch. Ja. Genau, und dann kriegt man halt diese kleine schicke Medaille hier, die ihr seht, diese bläuliche Medaille.
Mit einem, okay, der Stern ist immer gelb, alles klar. Mit weiß-bläulichen Fähnchen drumherum. Hier haben wir nur grün-grüne. Ja, das gäbe es dann als Belohnung. Ne? Wo dann halt so aussehen wie hier unten links, die Medaille. Gut, Leute. Dann, vielen Dank fürs Zusehen. Das war's gewesen mit den Doppel-GP-Moab-Erklärungen. Falls ihr es genau wisst, ob wirklich tatsächlich nur die Moabs oder tatsächlich alle Zeppeline beeinflusst werden davon, also dass sie doppelt so viel Leben haben, gerne die Kommentare einfach vom Worst Case ausgehen, dass alle Zeppeline doppelt so viel Leben haben. Das war's gewesen, vielen Dank, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.